Eine Weltmarke entsteht. Nutella macht Familie Ferrero zu einem Global Player. Ein Wachstum, das Firmen wie Google am Reißbrett planen. Die haben sofort die ganze Welt im Fokus. Ob Volkswagen oder IKEA. Um die Weltmärkte wird geworben und gespielt. Global Players, die Superreichen. Jetzt in ZDF History. Unser erster Global Player hat als kleiner Konditor begonnen. Ferrero, ein süßes Imperium aus Italien. Ferrero hat halt viel Süßigkeiten. Kinderschokolade gehört auch dazu. Wie heißt das für die guten Freunde? Ferrero Küsschen und Mangerie. Duplo. Und Nutella. Ist das Beste von allen. Ganz groß bei mir im Schrank. Süß, lecker. Was für die Nerven, gell? Doch anders als in diesem Werbespot werden Hanuta und Co. nicht von einer hübschen Konditorin in einer schnuckeligen Backstube hergestellt, sondern von einem Süßwaren-Multi am Fließband. Ferrero ist ein Global Player der Branche. Ein Milliardenunternehmen, das doch anders ist als die anderen. Denn hier hat noch allein die Gründerfamilie das Sagen. Begonnen hat alles tatsächlich wie im Film. In Alba, im norditalienischen Piemont, besitzt die Familie Ferrero eine kleine Konditorei. Im Zweiten Weltkrieg gehen die Geschäfte schlecht. Auch nach Kriegsende bestimmen Hunger und Not den Alltag. Die Menschen haben wenig Sinn für Süßes. Konditor Pietro Ferrero fehlen außerdem viele Zutaten. Kakao zum Beispiel ist Mangelware. Das war noch während des Krieges und in den ersten Nachkriegsjahren, als es sehr schwer war, die Dinge zu bekommen, die ein Konditor nun mal braucht, um Pralinen und andere Sachen herzustellen. Und dann ist ihm eingefallen, dass in der Gegend, in Piemont, also in Norditalien, sehr viel Haselnüsse wachsen. Ferrero hat eine Idee. Können Haselnüsse nicht den fehlenden Kakao ersetzen? Er greift ein Rezept aus früheren Notzeiten auf. Chanduja. Und er experimentiert. Die feste Nuss-Nougat-Masse will er in eine Creme verwandeln, damit sie als Brotaufstrich taugt. Immer wieder muss seine Frau das Ergebnis kosten. Daraus ist ein Welterfolg geworden. Wenn Sie überlegen, wie heute das gemacht wird, mit vielen Verbrauchertests und Umfragen und Analysen und so weiter, und diese Produkte sind meistens nicht ganz so erfolgreich, dann kann man schon sehen, was so ein genialer kleiner Konditormeister alles schaffen kann. Für kluge Hausfrauen. Die Werbung für Ferreros Super Crema spricht anfangs eher den Kopf als den Bauch an. Italiens Bambini jubeln. Gab es vorher nur selten Süßes, darf man jetzt jeden Tag schon zum Frühstück naschen. Pietros Sohn Michele Ferrero übernimmt Anfang der 50er Jahre die Firma und hat bald ein Problem. Ein neues Gesetz verbietet, Lebensmittel super zu nennen. Was wird nun aus der Super Crema? Michele weiß Rat. Aus dem englischen Nut und der italienischen Verkleinerungsendung Ella macht er Nutella, das Nüsschen. Wird jetzt auch exportiert, zuerst nach Deutschland. Das ist das Prinzip der frühen Internationalisierung. Ich habe im Heimatmarkt einen Vorteil. Ich kann etwas, was mir dort eine gute Marktposition verschafft, kann ich diesen Vorteil ins Ausland transferieren. Probier es doch mal da aus, was nah und ähnlich ist und groß und wächst. Deutschland war perfekt. Denn hier rollt gerade die Fresswelle. Dazu passen auch die süßen Leckereien von Ferrero. Mitte der 50er Jahre wird das deutsche Werk eröffnet. Heute produziert Ferrero auf 4 Kontinenten und verarbeitet 85.000 Tonnen Haselnüsse im Jahr. Das sind rund 20% der weltweiten Produktion. Ferrero ist die Nummer 4 der Süßwarenindustrie. Sein Weltunternehmen führt Michele Ferrero aber weiter wie eine Familie. Allein der Patriarch bestimmt. Auch fremdes Geld lehnt er ab. Ferrero geht bewusst nicht an die Börse.
Persönlich gibt er sich zugeknöpft. Keine Interna, keine Interviews, kein zur Schau gestellter Reichtum. Einer seiner Söhne hat mal gesagt, er hätte eine fast klösterliche Arbeitsauffassung gehabt. Also er hat alles im Hinterzimmer sozusagen gemacht. Das Einzige, was auch zum Klösterlichen passt, er war ein sehr frommer Mann, das weiß man. Er ist jedes Jahr nach Lod gefahren, hat in allen seinen Werken und natürlich auch in seinem Haus und so weiter Madonnenbilder aufgehängt. Aber das ist schon fast alles, was man über den zu seinen Lebzeiten reichsten Mann Italiens weiß. Erzählt wird, dass der mächtige Padrone am liebsten im Labor tüftelt. Höchstpersönlich kreiert er zuckrige Klassiker wie die Kinderschokolade oder das Überraschungsei. Das ist die Spezialität von Ferrero, ist wirklich sehr gezielt Verbraucherwünsche zu erahnen und in Werbekampagnen umzusetzen. Für Werbung gibt Ferrero mehr aus als die Konkurrenz, bis zu 15% des Budgets. Tamteratam, ich präsentiere die wahrscheinlich längste Praline der Welt. So lange Pralinen habe ich noch nie gesehen. Deshalb gibt es Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit. Aus Weizenmehl, Eiern, Butter, Zucker, Honig und vor allem Milch. Milchschnitte? Schmeckt wirklich super. Doch Verbraucherschützer finden solche Werbebotschaften gar nicht witzig. Ihre Kritik, Ferrero präsentiere viele Produkte als gesunden Milchersatz. Dabei bestünden sie vor allem aus Zucker und Fett. Ich möchte einfach nur sein dürfen, was ich wirklich bin. Eine süße, fettige Torte. Anfang 2015 stirbt Michele Ferrero mit fast 90 Jahren. Nach seinem Willen soll der Weltkonzern auch weiter ein Familienunternehmen bleiben. Ist das realistisch im Zeitalter der Globalisierung? Aber wenn es Ihnen gelingt, eine Konstruktion, rechtliche und auch von der Familie her getragene Konstruktion zu finden, die es erlaubt, klare Führungsverhältnisse zu haben, dann kann das durchaus noch einige Zeit gut gehen. Sohn Giovanni ist nun Signor Ferrero und Global Player der Süßwarenbranche. Unsere nächste Weltmarke macht Büromenschen zu Schreinern und verbreitet dabei noch schwedische Kultur. IKEA, eine Erfolgsgeschichte aus dem hohen Norden. Er ist einer der reichsten Männer der Welt, Ingvar Kamprad, Erfinder von IKEA. IKEA, halt jeder hat's. Ich habe schon mal was bei IKEA gekauft. Man kann es gut kombinieren, es ist günstig. Wir kaufen immer bei IKEA die Möbel ein. Den ersten Umzug verkraften die noch, den zweiten nicht mehr halt. Ja. Endlose Gänge und ganz unten sind die Teelichter. Die Geschichte beginnt im schwedischen Småland, wo die Leute arm, aber fleißig sind. Hier siedeln sich 1896 Ingvar Kamprads deutsche Großeltern an. Doch nur nach einem Jahr verzweifelt der Großvater an der harten Existenz. Er begeht Selbstmord. Seine Frau Franziska bleibt und kämpft. Die Großmutter ist eine Frau mit starkem Willen. Ingvar, 1926 geboren, ist ihr liebstes Enkelkind. Sie war wirklich für mich ein Ideal. Und sie hat mir auch geliebt. Sie hat immer mich verteidigt. Schon früh entpuppt sich Ingvar als kommerzielle Hochbegabung. Als Fünfjähriger verkauft er Postkarten und Pflanzensamen. Die Holzhütte auf dem Hof seiner Eltern dient als Lagerraum. 1943 leiht er sich vom Vater Geld und gründet eine Firma, IKEA. I und K sind die Initialen seines Namens. E und A stehen für seine Adresse. Elmtaryd bei Agunnaryd. Ich habe einen Teil meines Jugends verloren. Ich war nicht jede Wochenende zum Tanz gegangen und Vergnügen und so. Das habe ich verloren, verpasst. Schade eigentlich, aber so war's. IKEA entwickelt sich zu einem florierenden Versandunternehmen. Ingvar liefert Pakete dorthin, wo Bauern ihre Milch zur Abholung hinstellen. Im Sortiment Nylonstrümpfe, Kurzwaren, Füllfederhalter. 1951 kommt der erste IKEA-Katalog heraus. Mehr und mehr spezialisiert sich Ingvar Kamprad auf Möbel. Er lässt Schränke, Tische und Regale als Bausätze herstellen.
in flachen Kartons geliefert, spart das Frachtkosten. Der Anfang einer einzigartigen Erfolgsstory. 1958 eröffnet er in Elmhult das erste IKEA-Möbelhaus. Wenig später Kungens Kurva in Stockholm, Schwedens größtes Möbelzentrum. Der Andrang ist so gewaltig, dass man die Türen zu den Lagerräumen öffnet. Eine Revolution in der Möbelbranche und der Beginn einer Hassliebe zwischen IKEA und seinen Kunden auf der ganzen Welt. Der Preis ist zwar günstig, aber aufbauen muss man selbst. Ingvar Kamprad lässt die klassischen Möbelhändler alt aussehen. Das war plötzlich ein völlig neues Konzept. Das war leicht, funktional und jeder konnte damit umgehen. Und man konnte es zusammenbauen mit Hilfe eines kleinen Pinökels. Privat läuft's erstmal nicht so rund. Kamprads erste Ehe geht in die Brüche. 1963 heiratet er ein zweites Mal, wird Vater von drei Söhnen. Doch viel Zeit für die Familie bleibt nicht. In den 70er Jahren wird IKEA zum Global Player. Eiche rustikal weicht dem Billigregal. Praktisch, preisgünstig und platzsparend. IKEA-Möbel tragen Namen, weil Kamprad sich Artikelnummern nicht merken kann. Heute besitzt der Konzern 328 Möbelhäuser weltweit. Umsatz im vergangenen Jahr knapp 32 Milliarden Euro. Der IKEA-Katalog erscheint in 32 Sprachen. Auflage 213 Millionen Exemplare. Noch mehr gibt's nur von Harry Potter und der Bibel. Doch Kamprads Führungsstil ist oft umstritten. Kontrolle ist Chefsache. Er verlangt viel von sich, aber auch von allen anderen. Ich fordere von meinen begeisterten Mitarbeitern, dass sie nicht noch ein größeres Interesse oder Hobby außerhalb des Unternehmens haben. IKEA als Lebensinhalt. Der Patriarch lebt das vor. Er isst in der Firmenkantine, reist nur zweiter Klasse, kleidet sich unauffällig. Nur Alkohol bedeutete ihm zeitweise mehr als IKEA, das für ihn wie eine Familie ist. Das ist natürlich auch ein Teil dieses IKEA-Konzepts, große Familie, Freunde. Aber Familienunternehmen sind in der Regel nicht dafür bekannt, dass sie besonders großzügig sind. Ende der 80er Jahre kommen weitere Schattenseiten ans Licht. Produktion in Billiglohnländern, Kinderarbeit, Beschäftigung von Häftlingen in der DDR und Steuervermeidung als Firmenphilosophie. Kamprad entwirft eine undurchsichtige Firmenstruktur, die weltweit Steuerschlupflöcher nutzt. Trickreich rechnet der Geizhals sich arm. Das liegt hauptsächlich daran, dass er das Familienvermögen auf eine niederländische Stiftung übertragen hat, die wiederum mit 40 Milliarden geschätzt wird. 1994 kommt es zu Kamprads größter Krise. Die schwedische Presse enthüllt, dass er in seiner Jugend in Nazi-Kreisen aktiv war. Insider vermuten den Einfluss der Großmutter. Die im Sudetenland geborene Franziska Kamprad war begeisterte Hitler-Anhängerin. Kamprad geht in die Offensive. Er verfasst einen handgeschriebenen Brief an alle Mitarbeiter und Kunden. Er bittet um Verzeihung. Ja, es war die größte Dummheit meines Lebens. Ich habe mich entschuldigt und ich habe so spät entdeckt, dass das war alles falsch. Das kommt an. Die Schweden verbuchen seine braune Vergangenheit unter Jugendsünde. 2014 zieht sich Kamprad endgültig zurück. Doch noch immer ist er im Möbelreich präsent, das in Familienhand bleibt. Seine drei Söhne sind schon jahrelang im Geschäft. Der Jüngste gilt als der neue Mr. IKEA. Der Alte genießt derweil seinen Lebensabend. Da, wo alles begann, in Småland. Nach dem Tod seiner Frau zieht Ingvar Kamprad wieder zurück in seine schwedische Heimat. Die hatte er 40 Jahre zuvor in Richtung Schweiz verlassen. Aus Steuergründen, versteht sich. Musik.
Unser nächster Global Player ist eine deutsche Wirtschaftswundergeschichte mit braunen Wurzeln und ungewissen Aussichten. Momentan. Er läuft und läuft. Seit den Tagen des legendären Käfer ist VW auf der Überholspur. Erst Nummer 1 in Deutschland, dann größter Autobauer Europas. Den ehrgeizigen Wolfsburgern reicht das nicht. VW will weltweit die Nummer 1 sein. 2015 der Absturz. VW gibt zu, bei Abgaswerten von Dieselfahrzeugen geschummelt zu haben. Bei Kunden und Aktionären hat VW Vertrauen verspielt. Doch es gibt auch Nachsicht mit der Kernmarke der Deutschen. Fake, Verarschung. Aber letztendlich machen alle Autokonzerne das, also. Man kann nur hoffen, dass wir das einigermaßen gut überwinden, den Skandal. Auch für die Leute, wo da arbeiten. Und ja, schauen wir mal, was draus wird. Das wird sich wieder geben. Die Geschichte von VW beginnt im Nationalsozialismus. 1934 gibt Adolf Hitler den Auftrag, ein Auto für das Volk zu bauen. Günstig in der Anschaffung soll es sein, aber schnell genug für die Autobahn, zu deren Erfinder die NS-Propaganda Hitler stilisiert. In Wahrheit wird die erste Autobahn bereits in der Weimarer Republik geplant und gebaut. Der Ingenieur Ferdinand Porsche soll Hitlers Volkswagen entwerfen, finanziert durch beschlagnahmtes Vermögen der Gewerkschaften. 1938 stellt Porsche seinen Prototyp vor, doch gebaut werden nur ein paar hundert. Das Volkswagenwerk nahe dem Schloss Fallersleben in Niedersachsen wird zu spät fertig, um seinen zivilen Zweck zu erfüllen. Nicht Fahrzeuge fürs Volk rollen vom Band, sondern Kübelwagen für Hitlers Krieg. Und auch Hitlers sogenannte Wunderwaffe, die V1-Bombe, entsteht im nagelneuen Volkswagenwerk. An den Bändern schuften auch Zwangsarbeiter. 20.000 bis zum Ende des Kriegs. Eine späte Wiedergutmachung erfolgt 1998. Um teure Sammelklagen Überlebender zu verhindern, richtet VW einen Fonds ein. 20 Millionen D-Mark für 2.000 noch lebende Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg wird VW zu einem entscheidenden Motor des westdeutschen Wirtschaftswunders. 1955 rollt der 1-millionste VW-Käfer vom Band. Der kugelige Flitzer ist Ausdruck für eine neu empfundene Freiheit. Nach den mageren Jahren der Nachkriegszeit will man sich etwas gönnen. Die Deutschen reisen gern und der Käfer bringt sie zuverlässig über die Alpen ins Sehnsuchtsland Italien. 1960 wird VW flott gemacht für den Weltmarkt. Der Staatsbetrieb wird umgebaut zu einer Aktiengesellschaft. Das Land Niedersachsen behält nur eine Sperrminorität. Das VW-Werk in Wolfsburg wächst zur größten Autofabrik der Welt heran. In den 60er Jahren, diese Hippie-Zeit, Flower Power, die fanden den Käfer toll, weil er anders aussah als die Autos des Establishments der Eltern. Zum wichtigsten Verkaufsargument der Wolfsburger wird das Image ihrer Autos. Mit dem Slogan Made in Germany ist VW international erfolgreich. 1974 geht der Golf in Serie und löst den Käfer als Erfolgsmodell ab. Mit dem Golf schafft VW, was keinem anderen Autobauer auf der Welt gelingt, die Vermarktung eines klassenlosen Autos. Der Golf ist ein Auto, das können sehr reiche Leute fahren, das können aber auch Studenten fahren. Sie müssen sich nie entschuldigen, wenn sie einen Golf haben. Das gilt sogar für Naturfreunde. Die TDI-Motoren des VW-Konzerns werden als umweltfreundlich gefeiert. 1993 übernimmt Ferdinand Piëch das Steuer bei VW. Der Enkel von VW-Erfinder Ferdinand Porsche kennt nur ein Ziel: Weltmarktführer werden. Um jeden Preis. Doch vor allem der wichtige US-Markt bremst VW aus. Die Wünsche der Amerikaner sind den Wolfsburgern ein Rätsel. Piëch holt sich Hilfe in Detroit. Er wirbt den Manager José López von General Motors ab. Ein Coup, der im Crash endet. Wegen Industriespionage muss VW eine Millionenstrafe zahlen. Die VW-Qualität leidet noch Jahre unter dem López-Effekt. Billige,
aber auch schlechte Bauteile. 2005 der nächste Skandal bei VW. Enthüllt wird, dass die Konzernleitung jahrelang Mitglieder des Betriebsrats mit Sonderzahlungen oder Bordellbesuchen begünstigt hat. Am Ende wird auch ein Manager verurteilt. Der Personalvorstand von VW, Peter Harz. Trotz der Skandale wächst der Konzern. VW schluckt eine Marke nach der anderen. Doch dann wird der Konzern selbst zum Übernahmekandidaten. Ausgerechnet das Familienunternehmen Porsche, an dem auch Piëch Teilhaber ist, will Volkswagen 2008 schlucken. Wolfgang Porsche will seinen Cousin Ferdinand Piëch stürzen. Eine Übernahmeschlacht beginnt, an deren Ende Porsche den Kürzeren zieht und selbst von VW geschluckt wird. Piëch triumphiert im Familienstreit, doch seither ist die Familie Porsche immerhin größter Aktionär bei Volkswagen. Piëchs Nachfolger Martin Winterkorn führt den Konzern mit harter Hand. Seine Wutausbrüche und sein Kontrollzwang sind legendär. Ich denke mal, dass der Führungsstil bei VW sehr autoritär war, dass ganz klar war, wenn der Chef was will oder anstrebt, dann wird das gemacht, auch wenn er es nicht ausdrücklich sagt. In solchen Unternehmen kann sich natürlich sehr leicht eine Ja-Sager-Mentalität oder die Mentalität des vorgezogenen Gehorsams entwickeln. Und das erklärt möglicherweise viele der Schwierigkeiten, die VW jetzt hat. 2015 erreicht VW sein ersehntes Ziel und wird weltgrößter Autobauer. Der Höhenflug währt nur kurz. Im gleichen Jahr erlebt der Konzern seine bislang schwerste Krise. Um die Absatzzahlen in den USA zu erhöhen, lockt der Autobauer mit angeblich sauberen Dieselfahrzeugen. Durch die strengen US-Vorschriften schummelt sich VW mit einer eingebauten Software. Als der Skandal auffliegt, wird erst gemauert, doch die Wahrheit lässt sich nicht verschweigen. Am Ende wird VW zahlen müssen. Dieses Mal vielleicht Milliarden. Hat VW seinen guten Ruf dauerhaft verspielt? Letztlich entscheiden das die Kunden. Unser nächster Global Player? Die zurzeit wertvollste Firma der Welt. Dabei ist sie nicht mal 20 Jahre alt. Es waren einmal die zwei Studenten Larry Page und Sergey Brin. Die schufen in einer typischen Silicon Valley Garage die erfolgreichste Webseite aller Zeiten. Google. Wir dachten, nur ein paar Freunde würden sich dafür interessieren. Doch dann wurden es immer mehr Leute. Und heute googelt die ganze Welt. Tag für Tag verzeichnet Google 3,5 Milliarden Suchanfragen. Ohne Google wäre das Studium deutlich schwerer, würde ich sagen. Man findet alles, was man sucht eigentlich. Also ich benutze überall für eigentlich. Ohne Google könnte ich nicht mehr leben. 1995 bauen die beiden Studenten aus zahllosen Festplatten und Lego-Steinen den ersten Google-Server. Damals durchstöbern andere Suchseiten das Web noch nach Wörtern. Und das eher unabhängig vom Informationswert. Brin und Page haben da eine bessere Idee. Ihre Suchmethode überprüft auch, wie viele Weblinks auf eine Seite führen. Und je mehr Links, desto relevanter erscheint eine Seite. Auch für eine Suchanfrage. Dieses Ranking sehen viele als Erleichterung. Sie hatten diese Idee und wollten sie über die Uni an Firmen verkaufen. Doch niemand wollte das. Und ich als ihr Professor sagte, gründet doch eure eigene Firma. Und ein ehemaliger Student von uns, Andy Bechtolsheim, gab ihnen als Starthilfe einen Scheck über $100.000. Anfänglich ist es nur ein Uni-Projekt von zwei Studenten. Doch nach der Investition der $100.000 geht es ums Geld. Aber wie macht man mit einer Suchmaschine Gewinn? Nicht mit der üblichen Werbung, sondern mit gesponserten Links. Googles Prinzip der gesponserten Links war genial. Das war ein ganz neues Werbemodell. Alle anderen Suchseiten wie Yahoo und die anderen hatten einfach nur Bilder und Bannerwerbung. Bei Google tauchte Werbung auf, genau abhängig davon, wonach man suchte.
Bezahlte Links zu Online-Shops, das ist im Kern das Erfolgsgeheimnis von Google. Jeder neugierige Klick spült ein paar Cent in die Kassen der Google-Gründer. Millionen Klicks machen sie reich. Als Google 2004 an die Börse geht, ist allen klar, die inzwischen meistgenutzte Suchmaschine ist eine Gelddruckmaschine. Der Aktienkurs schießt in die Höhe und die Firmengründer baden im Geld. Sie sind Milliardäre. Innerhalb eines Jahrzehnts wächst der Umsatz auf über 50 Milliarden Dollar. Heute ist die Firma die wertvollste des Planeten, noch vor Apple und Microsoft. Und Google ist hungrig. Mit den gewaltigen Gewinnen kauft das einstige Garagen-Startup ständig neue Dienste auf. Bis heute über 140. Immer neue Firmen kommen hinzu. Von YouTube bis zum Produzenten von Weltraumsatelliten. Denn mit Google suchen die Menschen nicht nur nach Texten oder Fotos, sondern auch nach Orten. Sie bewegen sich durch Straßen und durchstöbern Bücher. Der Konzern hat das verwegene Ziel, möglichst alle Bücher der Welt zu scannen und ins Internet zu stellen. Seit 2010 baut der Konzern auch Telefone. Sein Mobilfunkbetriebssystem Android ist heute die Nummer 1 bei Smartphones. Völlig vernetzt sollen auch die Autos der Zukunft sein. Das Google-Auto fährt von selbst. Es soll das Ende von Staus und Verkehrstoten sein. Die jüngsten Modelle besitzen nicht einmal mehr ein Lenkrad. Wohin steuert Google nun mit all den Projekten? Ich denke mal, der Markenkern ist das Suchen nach Personen, nach geschichtlichen Daten und so weiter und auch nach Orten. Und deswegen vielleicht auch die Idee, wenn die Leute schon gucken, wie komme ich am schnellsten von A nach B, warum bauen wir nicht gleich das Auto dazu, was das dann auch noch automatisch macht. Also insofern ist das alles, passt das noch zusammen. Noch ist unklar, worin hier die Geschäftsidee liegt. Hunderte von Gasballons fliegen in die Stratosphäre als mobile Sendemasten für das Internet in der dritten Welt. Künftige Kunden? Ebenso ohne Profitaussicht die Investition in Roboter. Die Vierbeiner, ursprünglich konzipiert für das Militär, will Google bei Natur- oder Reaktorkatastrophen einsetzen. Alles zusammen ein unübersichtlicher Bauchladen. Weil Aktionäre so etwas nicht mögen, haben die Gründer Google umgebaut. Es gibt nun eine Muttergesellschaft namens Alphabet, darunter die einzelnen Google-Sektionen. Ein Bereich für Visionen und Forschung, einer für Haushaltsgeräte, zwei für Kapitalgeschäfte und einer für Internetkabel. Besonders gewinnversprechend der Bereich Gesundheitstechnik. Eine Vision hier? Eine Diabetiker-Kontaktlinse, die anhand der Tränenflüssigkeit den Blutzuckerwert bestimmt und per Internet dem Hausarzt meldet. Laut Google ist das Ziel eine bessere Welt. Auf jeden Fall aber geht es immer um das eine, noch mehr Daten zu sammeln. Google verdient ja alles Geld nur durch Werbung, doch dafür brauchen sie unsere Daten. Je mehr Informationen sie über uns sammeln, desto mehr Geld können sie mit Werbung machen. Google sammelt alle Sucheingaben der Nutzer, ihr Surfverhalten, ihre Vorlieben, ihre Interessen, um noch bessere Suchergebnisse zu liefern. Aber Google hat auch ein gutes Gedächtnis. Google hat mehr Daten gespeichert als jede Organisation in der Welt, ausgenommen vielleicht die NSA. Das bedeutet viel Verantwortung und Macht. Fast jeder benutzt heute Google, scheinbar kostenlos. In Wahrheit zahlt man mit seinen Daten, ohne zu wissen, wer sie benutzt und wofür. Dabei wollten die Google-Gründer doch angeblich nur eins. Man arbeitet, um die Welt besser zu machen. Larry Page ist heute Chef des Dachkonzerns Alphabet. Sergey Brin kümmert sich um die Visionen. Der eine glücklich verheiratet und zweifacher Familienvater, der andere nach kurzer Ehe bereits geschieden. Beide rund 30 Milliarden Dollar schwer. Als Hauptaktionäre eines Konzerns, der die Art, wie Menschen sich informieren, revolutioniert hat. Denn die Welt ist eine Google.
Der nächste Global Player stammt aus Fernost. Toyota produziert Autos mit einer besonderen Philosophie. Hey Sie, nicht aufs Klo gehen. Oder kennen Sie schon den neuen Carina Kombi? Der begeistert alle. Diese Werbung ist Legende. Die Marke auch. Autos, die ein bisschen klapprig sind, ein bisschen billiger, aber tun's auch, fahren auch gut. Etwa 5000 Deutsche entscheiden sich pro Monat dafür. Gute Autos. Ich finde die Qualität eigentlich gar nicht so schlecht zum Preis. Auf den fahr ich voll ab. Ich kenne nur die eine Werbung mit dem Affen, das war's aber auch. Nichts ist unmöglich. Oh nee. Toyota. Toyota. 2015 die wertvollste Automarke der Welt. Und die größte. Mehr als 10 Millionen Fahrzeuge jährlich stellen die Japaner her. In 27 Ländern. Eine Erfolgsgeschichte, die ganz anders begann. Mit einem Webstuhl. Das Patent für einen automatischen Webstuhl führt 1926 zur Gründung der Firma Toyoda, benannt nach dem Erfinder Sakichi Toyoda. Sein Sohn Kichiro übernimmt 1930 und macht alles anders. Er lässt in der Webstuhlfabrik Autos bauen, damals eine Zukunftstechnologie. 1936 läuft das erste eigene Modell vom Band, der A1. Trotz pompösen Designs ein Nischenprodukt. Cousin Eiichi Toyoda ändert das. 1967 wird er Firmenchef. Den Weltmarkt im Visier macht er Toyota-Fahrzeuge zu dem, was sie heute sind. Hochwertige Massenware, vergleichsweise günstig. Das Rezept geht auf. Nicht im ersten, aber im zweiten Anlauf erobern Toyotas die Welt. Dafür macht die Gründerfamilie sogar Abstriche bei ihrem Namen. Eigentlich heißt sie Toyoda mit D. Doch macht man aus dem D ein T, sind es weniger Striche im Japanischen. Genau genommen 8. Und das ist eine Glückszahl in Japan. Neben Glück setzt Toyota auf motivierte Mitarbeiter. Konzerneigene Fitnessstudios gelten nicht als Luxus oder Belohnung. Sie gehören zur Firmenphilosophie. Jeder Einzelne hält sich körperlich und geistig fit, um für die Firma erfolgreich zu sein. Diese Mentalität trifft man in japanischen Unternehmen oft an. Japanische Firmen machen ihren Arbeitern klar, dass es ihnen gut geht, wenn es dem Betrieb gut geht. Motivation ist alles. Der Chef von Toyota sagt seinen Arbeitern immer, ihr müsst gegen Toyota, also gegen euch selbst kämpfen, um die Produkte besser zu machen. Toyota lässt auch skurrile Ideen zu. Manches verfehlt die Serienreife, wie dieses bizarre Klappauto. Andere Ideen schreiben Automobilgeschichte. Wie der Toyota Prius, das erste Hybridfahrzeug in Großserie. Zum Markenkern wird aber die angebliche Haltbarkeit. 2003 testen die Kollegen der BBC, ob das wirklich stimmt. 300.000 Kilometer Laufleistung hat der Toyota Hilux schon hinter sich, als Journalist Jeremy Clarkson versucht, ihn mit allen Mitteln zu zerstören. Vergeblich. Schließlich sprengen sie den Pickup mit einem Hochhaus in die Luft. Und er springt trotzdem noch an. Der Mythos eines unzerstörbaren Autos. Begründet auf obsessiven Qualitätskontrollen. Bemerkt ein Arbeiter den kleinsten Mangel, soll er das Band stoppen. Jidoka nennt man das, die Automation mit menschlichem Touch. Das Band steht, bis der Fehler behoben ist. Alles steht im Zeichen des Kaizen, auch die Fortbildungen. Eine japanische Lebensphilosophie, die übersetzt so viel bedeutet wie der stetige Wandel zum Besseren. Jeder soll sich ständig neu herausfordern.
Ein Erfolgsrezept auch für andere Autofirmen? General Motors versucht 1984 den Toyota Way zu kopieren, in der gemeinsamen Autofabrik NUMMI. Das Projekt scheitert, das System lässt sich nicht so einfach exportieren. Die Toyota-Story kennt aber auch finstere Kapitel, besonders was gewisse Kunden betrifft. Schurken auf der ganzen Welt setzen auf die besonders robusten Fahrzeuge. Das Arsenal der Taliban beinhaltet neben schweren Waffen auch jede Menge Toyotas. Sicher nicht im Sinne der Erfinder. Das ist das Dumme, dass sie nicht immer in der Hand haben, wer ihre Käufer sind. Und ich meine, jetzt können Sie sagen, das ist Werbung von der falschen, aus der falschen Ecke, dass die natürlich auch wissen, was verlässliche Autos sind und was nicht verlässliche Autos sind. 2009 wird zum Krisenjahr für Toyota. Klemmende Gaspedale und rutschende Fußmatten kosten in den USA Menschenleben. Der Kernmythos, die perfekte Qualität, ist beschädigt. Eine beispiellose Rückrufaktion beginnt. Millionen Gaspedale werden ausgetauscht, um das Vertrauen der Kunden wiederherzustellen. Familienoberhaupt Akio Toyoda tritt selbst vor die Kameras. Glauben Sie mir, Toyota-Autos sind sicher. Aber wir werden versuchen, unser Produkt zu verbessern. Dem Konzern sind die negativen Schlagzeilen unangenehm. Darum schaut man lieber nach vorn statt zurück und hofft, dass die Krise vorübergeht. Getreu dem Motto des Hauses: Nichts ist so möglich. Oh nee. Toyota. Unser letzter Global Player ist weltberühmt bei Menschen unter 20. PewDiePie ist Schwedens größter Hit seit ABBA. Ready for madness. Er ist ein Weltstar. Bei der Generation YouTube. Felix Arvid Schellberg, Künstlername PewDiePie. Ich finde die eigentlich voll lustig. Bisschen abgedreht. Ich find's cool. Der 26-jährige Schwede ist buchstäblich ein Global Player. Er spielt Videospiele vor laufender Kamera auf YouTube. Glaubst du, ich habe Angst? Ich fürchte niemanden, außer meiner Mutter. In Wahrheit ist er extrem schreckhaft. Der junge Schwede mit dem Fantasienamen PewDiePie fängt ganz bescheiden an, im Haus seiner Eltern in Göteborg. Der 20-Jährige spezialisiert sich auf Horrorspiele. Er veröffentlicht sogenannte Let's Play-Filme auf YouTube. Ich bin sicher nicht die Zielgruppe, aber ich kann mir vorstellen, was da so faszinierend dran ist. Es ist natürlich die Übersetzung von Cartoons in ein neues Medium. My name is PewDiePie. I think I'm Santa Claus. PewDiePie als Comicfigur. Werke von Fans des YouTubers. Yes, there it is. Da ist PewDiePie. Ich liebe diesen tollen Bart. Danke. PewDiePie wird selbst Figur im Videospiel. Das rote Kleidchen präsentiert er selbstironisch auf einer Spielemesse. Die Fans toben. Hallo, wollt ihr auf YouTube sein? Ihr seid alle verrückt. Aufmerksamkeit ist wie eine Währung. Und wer es schafft, dieses knappe Gut Aufmerksamkeit für sich zu generieren, der kann darüber reales Kapital sehr gut erzielen. PewDiePie ist darin Weltmeister. 42 Millionen Abonnenten gucken mit jedem Video auch Werbung. Jeder Klick ein paar Cent. Da kommt was zusammen. In 2015 geschätzte 12 Millionen Dollar. Das ist ganz schön viel. Na, der hat Glück. Wohl dem, der die Ideen hat, ja. Klar, einer, der halt den ganzen Tag Computer spielt und damit Geld verdient.
Da frage ich mich, für was ich so viel gelernt habe, gell? Fürs Lernen hat Felix Schellberg keine Zeit. 2011 bricht er sein Studium ab. Er will lieber Computer spielen. My name is Peter. Seine Eltern drehen ihm den Geldhahn zu. In einer Talkshow erzählt der YouTube-Star, welche Opfer er für seine Leidenschaft gebracht hat. Ich habe Hotdogs verkauft, ja. Direkt neben meiner alten Universität. Und alle fragten mich, du hast das Studium geschmissen, um Hotdogs zu verkaufen? Der soll ja sein Studium aufgegeben haben, weil dieses Karrierestreben seiner Kommilitonen ihn irgendwie anwiderte. Nur ist er selber der erfolgreichste wahrscheinlich von allen, die er damals an der Universität getroffen hat, jedenfalls was sein Einkommen angeht. Ein YouTuber als mehrfacher Millionär, das bringt weltweit Ruhm, Schlagzeilen und Neid. PewDiePie reagiert dünnhäutig. Die ganze Welt scheint sich mehr dafür zu interessieren, wie viel Geld ich verdiene, als ich selbst. Ich habe $1 Million für gemeinnützige Zwecke gespendet, das hat kaum einer beachtet, aber überall steht, wie viel ich verdiene. Sein YouTube-Kanal wird professioneller. Neben Horrorspielen präsentiert PewDiePie Dinge, die man im Internet weltweit bestellen kann. The next item, bros, is zum Beispiel Jesus Christ! Fingerhände. Fingerhands. Mit Selbstironie testet der Schwede Computerspiele, etwa den Duschsimulator. Yes. Ah. So nice. Sehr awesome, Bros. Bro, verjascht. Ganz geschickt wählt er auch Beispiele aus und sucht ganz gezielt auch immer wieder Anwendungen aus Asien, aus Amerika, aus den anderen Kulturräumen, um direkt weltweit die Welt zu bespielen. Hallo, guten Tag, bitteschön. Welcome, 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 welcome. Japan World Cup. Japan World Cup. Die Pflege seiner weltweiten Fans gehört zum Erfolgsrezept. Sie danken es. Sie schicken dem Star Geschenke, ausgepackt natürlich vor laufender YouTube-Kamera. We gotta do business everything. And, PewDiePie macht alles. Und wenn ein Fan will, dass er mit High Heels durch die Wohnung läuft, dann tut er das. Felix, hast du meine High Heels an? No. Er hat angefangen mit Spielen, hat dadurch die jungen Leute angelockt und hat sich dann selber zu einer Marke aufgebaut, ähnlich wie Schauspieler, berühmte Sänger und so weiter, die dann von der Jugend verehrt werden und wo man sich auch für das Privatleben interessiert. Urlaubsvideos eines YouTube-Stars stehen bei YouTube. Zumal auch PewDiePies italienische Freundin Marcia ist YouTuberin. Marcia, you're crazy. I don't have shorts. You win. Good job. Die 42 Millionen Fans lernen auch Schwester und Mutter von PewDiePie kennen. And my mom. Johanna. Inzwischen sichtlich stolz auf den Studienabbrecher ebenso wie der Vater. Weltweit erfolgreichster YouTuber, das ruft auch die alten Medien auf den Plan. Felix Schellberg wird zum Fernsehstar. Wie ihr vielleicht gesehen habt oder nicht, war ich bei South Park. Was guckst du dir da an? How's it going, Bros? My name is PewDiePie. Du guckst zu, wie einer Call of Duty spielt und dabei quatscht? Ein Live-Horrorspiel mit dem Star soll Zuschauer ins neue Bezahlfernsehen YouTube Red locken. How's it going, bros? My name is PewDiePie. Today I have some very exciting news. Rebel Mud. Mit anderen YouTubern gründet PewDiePie das Netzwerk Rebel Mode. Der sucht Gleichgesinnte, um natürlich die Aufmerksamkeit, die er jetzt als Einzelperson genießt, auf breitere Füße zu stellen, um damit die kommerzielle Verwertung der Aufmerksamkeit eben auf breiter Linie für sich auszunutzen. Nach Internet und Fernsehen ein Buch. Dieses Buch liebt dich. Eine ironische Sammlung scheinbarer Weisheiten wie: sei niemals du selbst, sei eine Pizza. Alle lieben Pizza. Alle lieben Pizza. Oh, am I signing all of these? It's gonna be a long day. Natürlich ein Bestseller weltweit, wie alles, was PewDiePie anfasst. Er ist halt ein echter Global Player.